Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Wild Heart Stream. Beim letzten Mal, ich muss gerade überlegen, hatten wir die Tsukumo-Jagd gemacht. Daran erinnere ich mich. Da hatten wir, glaube ich, aus jedem Gebiet die Tsukumos gejagt. Also versucht, sie zu sammeln. Hatten noch nicht mit der Hauptquest weitergemacht. Also es war wirklich reine Tsukumo-Jagd. Ach, die haben das Interface ein bisschen geändert, oder? Nee. Also ja, hier haben wir jetzt alle Tsukumos in alle ersten Gebiet. An dem Strand haben wir alle Tsukumos jetzt. Hier im Eisgebiet fehlen noch alle. Aber hier haben wir auch noch alle. Es gibt ja so gesehen nur noch ein weiteres Gebiet. Wir gehen jetzt aber noch nicht auf die Hauptquest, wenn wir jetzt gleich loslegen. Ihr seht immer noch, wir haben hier in dem Eisgebiet noch zwei Gegner, die wir noch nicht bekämpft haben. Die müssen wir auf jeden Fall auch mal bekämpfen. Ich gucke gerade, ob in den alten Gebieten mit den Kapiteln irgendwas dazu kam, aber offenbar nicht. Also wir müssen einmal den Glutlava-Rücken, der wahrscheinlich einfach nur eine stärkere Version von dem hier sein wird, einmal bekämpfen. Und wir müssen den Eisgrunzer bekämpfen, der wahrscheinlich einfach nur eine Eisversion vom Flora-Grunzer ist. Also ich gehe mal aus davon, hier brauche ich definitiv Wasser und hier Feuer. Und wenn ich den Lava-Rücken bedenke, wo Nahkampf echt grausam war, würde ich sagen, wechseln wir auf eine Wasserwaffe, die auf Fernkampf basiert ist. Also auf die Knarren am besten. Die Krallen wären auch noch eine Option. Aber ich gucke erstmal bei den Knarren. Ja, die Knarre, die wäre auch wesentlich besser wahrscheinlich gegen den. Bei dem Affen will ich wirklich nicht in den Nahkampf gehen. Ich sehe auch gerade, von der Rüstung her habe ich echt eine beschissene Feuerabwehr. Ich glaube, ich gehe besser auf die pechschwarze Mengu-Rüstung. Also auf die von dem Vogel, weil die hat Feuerabwehr. Wild Heart ist eines der wenigen Projekte nach wie vor, wo der Avatar aus dem Bild bleibt. Das habe ich ja bei einem vorherigen Stream mal erklärt, dass der nicht im Bild ist, weil das Programm sich nicht damit verträgt, also mit dem Spiel. Und dann beides so massiv leckt, warum auch immer, dass beides nicht mehr wirklich nutzbar ist. Ich habe lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich probiere einmal eben kurz aus. Ja, so ging das. Okay, ich glaube, ich habe so langsam die Steuerung wieder. Da hinten ist unser Questmonster. Aber natürlich, auf dem Weg dahin können wir auch ruhig ein paar der Fragezeichen absammeln. Ich muss nur aus der Höhle raus, damit die Karte mir richtig angezeigt wird. Weil alles, was wir schon sammeln, muss ich später nicht sammeln. Ach ja, mein gut berüchtigtes Rad. Vorwärts. Oh, ein Karnickel. So, hier soll ein kleiner Freund von mir sitzen. Also ich mache jetzt nicht so, dass ich jetzt hier so komplett drauf versessen hier alles einsammle. Ich mache so, dass ich auf dem Weg hier... Also ich biege jetzt da ab und die vier hier beispielsweise, die sammle ich ein. Oder je nachdem, was halt auf meinem Weg ist. Ich höre ihn doch. Da, da ist er. Ich
waren noch weitere von der Karte her. So, damit haben wir 11. Den hier nehme ich noch mit, der jetzt direkt vor meiner Nase sein soll. Der hockt wahrscheinlich genau hier auf dem Dach. Oder hier oben drin liegt was. Notiz eines Jägers, Teil 1. Heute habe ich einen riesigen Floragrund zerlegt. Und das ganz allein. Die Halskette, die ich dir geschenkt habe, ist aus seinem Leder gemacht. Sie ist zwar nichts Besonderes, aber ich bin mir sicher, dass sie dir steht. Pass auf, dass dein Meister sie nicht sieht. Ja? Okay, ist das dann doch mein kleiner Freund, der generell bei mir sitzt, den ich hier die ganze Zeit höre? Da glaube ich noch mal eine Notiz. Denkschrift eines Händlers. Ich habe hier einige gute Geschäfte mit dem Ishido-Klagen gemacht, aber es ist an der Zeit weiterzuziehen. Die Nachbarstadt Minato hingegen hat mir nichts zu bieten. Den Menschen dort fehlen die Mittel, um sich gegen andere zu behaupten. Selbst gegen die riesigen Kimono, die vor ihren Toren hausen, sind sie kaum gewappnet. Sollten sie der Verwüstung des Krieges irgendwie entkommen, werden sie früher oder später von der Natur verschlungen werden. Ich muss noch was futtern. Machen wir eine Verteidigung ein bisschen höher. Komm, den kann ich dann auch direkt einsammeln. Ist ja keine 10 Schritte weiter. Ach, guck mal, der kommt mir sogar entgegen. Ja, dann kann ich ja hier eben kurz weiter sammeln. Wenn der mir eh schon entgegenkommt. Ich sehe direkt den nächsten. Es ist schön, wenn der zu mir kommt und ich nicht laufen muss. Da läuft er schon. Ich markiere mir da unter der Brücke mal. Bei den Drachen-Ding da würde ich gern zumindest einmal eben kurz hinrennen. Ah, ich laufe genau in die falsche Richtung. Damit ich das auch über die Karte verbessern kann. Das könnte nützlich sein. So, ich würde mal sagen, Attacke, ne? Der ist ja sogar so freundlich und kommt zu uns. Oh, guck mal. Da kommt noch einer. Da will noch einer Stress. Ein Moment, hier unter der Brücke soll auch einer sein. Du siehst irgendwie so ein bisschen eisig aus. Aber du bist doch definitiv ein Feuergegner. Da mache ich nur einen Damage. Muss klettern. Es
Es ist schwer, die Richtung zu sehen, wenn er sich durchgehend dreht. Man wird halt so rumgeworfen dabei. Lass mich heilen, Drecksack. Weiß schon, warum ich nicht in den Nahkampf will. Brauche Munition. Ich bin taub. In meinem Gesicht. Mein kleiner Kuppe, kannst du nicht mal ein bisschen von den Schlägen einstecken für mich? Wie ging die Falle noch mal? Die habe ich gar nicht dabei, sehe ich. Ey, du riesiger Apfel, lass mich mal an deinen Bubble. Sollst du mir keinen Dropkick geben? Was beschießt mich denn da? Jetzt halt dich doch fest. Mich verarschen, ich komme nicht von den Stacheln weg. Es ist so schwer, sich an dem festzuhalten. Sagen, halt dich fest. Ja. Es ist, bei dem Affen ist das ein Albtraum. Nee, bei dem Affen ist das so gut wie gar nicht möglich, an dem hoch zu klettern. Jetzt halt doch mal still! Meine Güte! So schwer das bei dem zu machen.
weiß schon, warum ich den Affen nicht mochte. Der Aggro. Jetzt hat er die Gum-Gum-Techniken. Der Affe war mitunter einer der ekelhaftesten Gegner. Okay, ich glaube, ich packe die Knarre wieder weg. Ich dachte, du bist abgehauen. Na komm, komm ein Stück näher. Und damit bin ich nochmals tot. Nee, war mein erster Tod. Ich mag diesen Affen schlicht und ergreifend nicht. Ich wechsle jetzt auf die Klaue. So, lass schreien. Dann hältst du wenigstens mal still. Boah, dass er es nicht schafft, von diesem komischen Kristall auf seinem Rücken anständig zu klettern, ne? So, Fries. Das wird dir nicht gefallen. Genau rein damit hier. Es ist einfach unmöglich bei seinen Armen das mitzunehmen, ne? Es ist unmöglich. Man kommt da einfach nicht anständig dran. Dieses Teil auf seinem Rücken nicht wäre, dann käme man da wesentlich besser dran. Jetzt ist er schon wieder im Boden. Neben den Kackvogel bist du mein Hassgegner, ne? Das ist nicht mehr zu gebrauchen.
kann losgehen. Ich hasse es, diesen Affen zu bekämpfen. Ich muss den fast alle paar Sekunden stunlocken, damit er mal endlich stillhält. Perfekt. Es wird dir nicht gefallen. Ja, sein Arsch wurde abgetrennt. Der Arsch hat seinen Arsch verloren. Okay, ciao. Ja. Ja, da sitzt einer. Die ganze Zeit hat einer an einer meiner Bases gesessen. Ich sammle auf, was auf dem Weg ist. Einmal eingesammelt, muss ich nie wieder sammeln. Und es macht die Tsukumo-Jagd dann auch kleiner. Was auch wesentlich angenehmer ist. Ach, hier oben auf dem Eisding. Also diese Fähigkeit, die mir die Tsukumo und die Nachrichten auf der Karte markiert, die ist ultra wertvoll. Zumindest bei dem Punkt, wo man sie noch sammeln muss. Klar, sobald ich die alle gesammelt habe, wird die Fähigkeit useless sein. Dich bekämpfe ich gleich noch. Noch die Fäden hier bitte. Eigentlich die zufälligerweise auch schon hier oben spawnen. Wie schießt auf den? Nimm das. Ich habe ja eh noch ein paar Fäden übrig. Aber wenn das Ding von oben schießt, wäre das wunderbar. Also der Affe hat keinen Geistesblitz für mich. Ich weiß ja, dass ich mich auf den Kopf konzentrieren kann. Der Arsch wurde ihm schon gebrochen. Es kann losgehen. Nimm das. Danke. Bin gekauft. Wie hast du mich verfehlt? Ich weiß, dass ich in dem Moment das Bollwerk machen müsste.
Ich habe keine Fäden mehr. Ah, der Kleine, der hat mich verstanden. Aua. Gut, dass ich Feuerabwehr mitgenommen habe. Aua. Nein, ich habe den Arm erwischt. Ich war gerade zur Seite springen. Schieß! Ich glaube, ich habe es falsch rumgebaut. Aber man kommt auch meistens überhaupt nicht zum Heilen. Das steht super, ne? Gerade sagen, kannst du mal Fäden spawnen, die brauche ich gerade am ehesten. Irgendwie hat mich das gerade einmal kurz vor der Attacke gerettet. Das Teil. Ich krieg trotzdem aufs Maul. Ich werde jetzt sterben. Oder auch nicht, weil der Zucker mir den Arsch rettet. Es kann losgehen. Feuer frei. Braucht die Fäden. Aua. Der Nebel hat mich gerettet. Ich flüchte einmal. Dich nehme ich mit. Ich muss Heilwasser besorgen, sonst schaffe ich es nicht. Wenn ich schon dabei bin, hole ich mir auch direkt neue Fäden. Lass mal irgendwelche auf dem Weg jetzt da wieder hin zurück. Nee. Wie hier hinter mir ist einer. Und 20 von 50, nur noch 30 schwören hier rum. Ach, und jetzt ist er nach da hinten geflüchtet. Ich weiß, dass ich auch aufgefüllt werde, wenn ich hier mir das Heilwasser hole. Mir ist das bewusst, Leute. Ich habe nur 10 bekommen. Dann nehme ich hier noch was mit. Da oben ist auch noch mal so ein neuer Heilwasserbaum. Ich weiß nicht, ob ich den schon auf der Karte markiert habe. Nee, offenbar nicht. Weiß hier nie. Das ist ja ein doofer Ort für diesen Brunnen. Ja. Ja. Also wenn dieser Ort nicht schreit, ich bin verdächtig, dann weiß ich auch nicht mehr. Und dann sitzt hier nicht mal was. Ich muss ein kleines Stück runter, ich bin hier zu hoch.
Komm her, du Gumm-Gumm-Affe. Ich hab schon deinen anderen Bruder vernichtet. Dich krieg ich auch noch platt. Oh, Kacke. Ich glaube, dafür wäre auch die Bombe ganz gut, wenn ihr diesen Arschbombensprung macht. Es kann losgehen. Nimm das. Aua. Aua. Man kriegt auch halt gar keinen Moment, wo man sich wirklich heilen kann, wenn man allein ist. Allein deswegen will ich hier eigentlich meinen Kollegen immer demnächst mit dabei haben. Einfach damit ich nicht mehr so leide. Es ist halt gefühlt wirklich einfach nur, ich mich dauerdresche. Weil er halt auch keinen anderen zum Anvisieren hat. Alter, der hat mir einfach eine Backpfeife mitten in der Luft gegeben. Schon wieder den Kackarm erwischt. Auch dagegen. Hat ja wunderbar funktioniert. Erlischt! Ich bin irgendwie in dem Kristall. Ey, ich wiederhole, man kommt beim Arm einfach nicht an diese komischen Stellen. Für den Jagdarm. Es geht nicht. Ja, ich habe die Visage erwischt. In deine dreckige Visage. Fahr zur Hölle. Ach, ist das eine Befriedigung, die immer tot zu sehen. Als nächstes das Schweinchen. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.